Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Frau Wagenknecht, ich finde es wirklich sehr löblich, dass Sie sich über den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier Gedanken machen. Ich finde es aber in diesem Kontext genau verkehrt, dass Sie versuchen, die osteuropäischen Pflegerinnen dann am Ende doch gegen die auszuspielen, die hier aus unserem Land kommt. Das, finde ich, sollten Sie sich noch mal überlegen. Bei den Arbeitsbedingungen gebe ich Ihnen recht. Frau Merkel, Sie haben heute viel über die Aufgaben geredet, die vor uns liegen. Sie haben heute gezeigt, dass Sie, dass diese Koalition, die Mitglieder dieser Koalition eigentlich wissen, dass das Land im Umbruch ist. Sie hätten die Mittel dazu. Sie haben die Möglichkeiten dazu. Und wenn man sich dann den Haushalt anschaut und wenn man sich dann anschaut, was real gemacht wird, dann sind Sie eben doch gefangen in den alten Routinen, in dem alten Es geht weiter so, in einem Haushalt, der eben nicht für die Zukunft gemacht ist, sondern nur eine Fortschreibung, so eine Art Wiedervorlage des Alten, meine Damen und Herren. Und natürlich ändert sich da draußen die Welt, die Haltung, die Sehnsucht. Und ich habe mir Ihre Rede in Aachen angeschaut. Und haben Sie Herrn Macron gelobt für die Begeisterungsfähigkeit für Europa wie so einen putzigen Welpen. Und Sie? Sie haben dagestanden und genau das nicht gemacht. Und ich habe das auch heute hier nicht gehört. Frau Nahles hat gesagt, wir sind ja vielleicht nicht so begeisterungsfähig. Aber du meine Güte, darauf kommt es doch an. Es kommt doch jetzt darauf an, dass wir auch ausstrahlen, dass wir für dieses gemeinsame Europa sind. Es kommt doch jetzt darauf an, dass wir das Geld auch bereitstellen. Und das hat Ihr Finanzminister eben leider nicht gemacht in seiner Ankündigung hier gestern. Es kommt doch darauf an, dass wir zeigen, wenn der Iran-Deal gekündigt worden ist von den Vereinigten Staaten, dass wir es europäisch gemeinsam machen und nicht nur darüber reden. Es kommt doch darauf an, dass wir zeigen, dass wir die Friedensmacht sind. Und eine Friedensmacht, Frau Merkel und Frau von der Leyen, ist man nicht, indem man einerseits immer über Europa und gemeinsame Außenpolitik redet und auf der anderen Seite dann eben doch wieder nur den Etat für die deutsche Bundeswehr aufstockt, die einen verdammt schlechten Umgang mit ihren eigenen Finanzmitteln hat. Und deswegen akzeptieren wir das auch nicht, meine Damen und Herren. Dieses gemeinsame Europa, für das es jetzt wirklich auch Leidenschaft braucht und auch das Eintreten dafür, auch in schwierigen Zeiten, das könnten Sie jetzt zeigen. Sie haben ja schon eine ganze Menge von Krisen gemeistert und auch Fehler gemacht. Einige hier behaupten ja immer, den größten Fehler hätten Sie 2015 gemacht. Ich glaube, da haben Sie ihn gerade nicht gemacht. Da haben Sie aus einer Notsituation heraus richtig entschieden, sind ins Risiko gegangen, trotz aller Konsequenzen und Nebenwirkungen, die diese historische Situation nun mal bringt. Aber jetzt könnten wir vor einer Situation stehen, wo der größte Fehler genau jetzt passiert, indem Sie dieses Europa eben auch nur versuchen mitzuverwalten, ins Kleinteilige zu verfallen. Und ich kann nur hoffen, dass die Vorschläge, die Sie hier angekündigt haben, genau das Gegenteil sind, dass Europa groß gedacht wird, dass tatsächlich die Verantwortung für die gemeinsame Außenpolitik auf europäischer Ebene liegt, dass Schluss ist mit dem Veto, damit wir tatsächlich auch gemeinsam und tatkräftig handeln können. Das brauchen wir jetzt. Als Gegenüber für Donald Trump, als Unterstützung für die Zivilgesellschaft in den Vereinigten Staaten. Das brauchen wir jetzt, damit wir uns in Europa auch wirklich gemeinsam zu Hause fühlen können. Das erwarte ich von Ihnen und von Ihrer Regierung, Frau Merkel. Und wenn man das ernst meint, lieber Christian Lindner, Ihre Rede auf dem Parteitag zu Europa, da war ich ja ganz bei Ihnen, da ging es ja um einen historischen Moment, von dem Sie gesagt haben, der sei nicht genutzt worden. Doch was mich wundert, wenn Sie so vehement ein deutsches Ja zu Europa fordern, dann heißt das doch, dass man eine gemeinsame Verantwortung für die Finanzen wahrnimmt. Dann heißt das doch, dass man ins Risiko geht, dass man sich tatsächlich engagiert. Und Sie hätten wirklich diese Möglichkeit gehabt. Sie hätten diese Möglichkeit gehabt, als wir darüber verhandelt haben, für dieses gemeinsame Europa einzutreten. Genau das
Genau das haben Sie nicht gemacht. Sie wollen ein anderes Europa, Herr Lindner? Als Sie. Sie wollen, nein, wir haben nur dieses eine Europa. Das ist das Problem. Wir haben nur dieses eine Europa und das können wir gestalten. Und dafür können wir gemeinsame Verantwortung übernehmen. Und manchmal reicht es eben nicht, Mut aufs Plakat zu schreiben. Manchmal muss man eben den Mut auch an der richtigen Stelle haben. Und Sie haben ja gesagt, vielleicht ist es auch diese Mutsache, die Sie brauchen, dass Sie mehr Frauen eine Möglichkeit geben möchten. Auch das habe ich mir genau angeschaut. Sie haben da irgendwie von Gender geredet, als ob das was Ekliges wäre. Das sehe ich anders. Ja, das findet die AfD auch. Darauf habe ich gewartet. Ich finde, Herr Lindner, machen Sie es einfach so. Das mit den Frauen, das regelt der Markt. Machen Sie den Frauen einfach bessere Angebote und Zukunftsperspektiven. Denn so kriegt man Spitzenfrauen in die Politik und nicht damit, dass man darüber redet, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Merkel hat vorhin gesagt, Herr Seehofer braucht noch ein bisschen Schonfrist, weil es noch nicht 100 Tage sind. Dann habe ich mal schnell gerechnet, das Innenministerium ist in Unionshand seit 4.500 Tagen. Und wenn es dann darum geht, was man noch nicht im Griff hat, dann finde ich, kann man schon mal auf diese 4.500 Tage, diese sehr lange Verantwortung der Union blicken. Herr Seehofer, seit Wochen torpediert Ihre Partei, die CSU, das Grundgesetz. Markus Söder von rechts und Herr Dobrindt von rechts. Mit dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz darf gegen unschuldige Bürgerinnen und Bürger ermittelt werden, ohne konkreten Verdacht. Der Protest gegen dieses Gesetz ist Verfassungspatriotismus, meine Damen und Herren. Und das, was Sie da machen, ein Angriff auf unsere Verfassung. Das stellt den Rechtsstaat selbst in Frage. Und Herr Seehofer, Sie sind Verfassungsminister. Und man muss sich wirklich wünschen, man muss sich wirklich inständig wünschen, dass Sie unsere Verfassung jetzt mal gegen die CSU verteidigen. Herr Söder kann gar nicht so viele Kreuze aufhängen, dass man an Sie beten könnte, dass es bald vorbei ist, dass der Landtag endlich gewählt ist, dass diese populistischen Auswüchse aufhören und vor allem, dass die CSU endlich einen Koalitionspartner kriegt, damit da Vernunft einzieht, meine Damen und Herren. Und, liebe Frau Nahles, ich habe mir sehr genau angeschaut, was der Haushalt bietet für Gerechtigkeit. Erstmal habe ich mich ja gefragt, warum haben Sie eigentlich, ich glaube, 13 Stunden verhandelt um das Finanzressort, damit am Schluss Wolfgang Schäuble Olaf Scholz heißt. Und sonst ändert sich eigentlich nichts. Noch nie hat eine Regierung mit so viel Geld so wenig gemacht. Die Einnahmen steigen und das Land fährt trotzdem weiter auf Verschleiß. Wo finde ich denn die von Ihnen angesprochene soziale Gerechtigkeit? Sie können sich doch nicht hier hinstellen und über die Pflegekräfte reden und am Ende kriegen Sie nicht mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein. Selbst Jamaika hatte 25.000 Pflegekräfte besprochen. Und Sie sind rausgekommen mit 8 Pflegekräften. Ich war in der letzten Woche und in den Wochen davor in der ganzen Reihe von Pflegeheimen. Und die Leute fühlen sich vergackeiert, so sagt man das bei mir zu Hause, weil sie sagen, das ist nicht mal so, dass wir eine Kraft pro Pflegeeinrichtung mehr haben. Das kann doch nicht sein. Das ist doch das Gegenteil von Gerechtigkeit. Das ist doch der Versuch, Leute ruhig zu stellen und kleines Karo zu machen, meine Damen und Herren. Aber am meisten hat mich erschüttert, wie lange hier heute eigentlich über die große Existenzfrage Ökologie geredet worden ist. Frau Merkel, in Ihrer Rede, wenn ich es richtig angeguckt habe, waren es, glaube ich, minus dem Gedenktag für die Bienen eine Minute. Ist das Neue jetzt an der Koalition, dass man noch nicht mal mehr so tut, als ob die ökologische Zukunft des Landes irgendwie wichtig ist? Sie stehen oben auf der Zugspitze und machen schicke Fotos dabei, wie sie der Klimakrise zuschauen, wie der Gletscher schmilzt. Und am Ende des Tages haben Sie nicht einmal den Hintern in der Hose, mit einem einzigen Beschluss zu mehr Klimaschutz da wieder runterzufahren. Das ist doch eine Fortsetzung der Katastrophe, die wir Klimakrise nennen. Und
Natürlich brauchen wir sofort den Ausstieg aus der Kohlekraft. Diese Verzögerungsspielchen mit noch wieder einer Kommission, die werden nicht mehr weiter funktionieren. Wir werden Sie übrigens auch nicht daran messen, was Sie irgendwie miteinander verabreden konnten und ob Sie diese Ziele einhalten. Wir werden Sie daran messen, was ökologisch, was in dieser Existenzfrage tatsächlich notwendig ist. Und ich will es noch mal sagen, nur damit es irgendwie vielleicht noch mal in Ihren Kopf hineinkommt. Jedes Jahr müssen durchschnittlich 26 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen wegen extremer Klimaschäden. Die Unwetter nehmen zu. 2017 haben Stürme, Erdbeben, Überschwemmungen einen Schaden von 330 Milliarden Euro verursacht. Das ist die Wirklichkeit, übrigens auch die ökonomische Wirklichkeit. Und daran messen wir sie. Hier auf der Regierungsbank sitzt das große ökologische Schweigekartell Deutschlands. Vergangenes Jahr haben Sie noch alle gelacht, als über das Bienensterben geredet worden ist. Aber jetzt macht man das nicht, indem man mal daran denkt, dass das vielleicht ein Problem ist. In Hannover hat ein Supermarkt gerade mal gezeigt, was ohne Bienen wäre. Die haben 60% der Produkte aus ihren Regalen genommen. Ohne Bienen gäbe es kein Obst, keine Babynahrung und vielleicht das Schlimmste für manche, keine Schokolade. Das alles ist systemrelevant. Täglich verschwinden bis zu 100 Tierarten und es entstehen keine neue. Ich will eine Politik, die dafür sorgt, dass 2020 Schluss ist mit dem Artensterben. Und ich will eine Regierung, die das tut. Und meine Damen und Herren, Sie von der Regierung, Sie müssen das wollen, wenn Sie irgendetwas für die Zukunft dieses Landes und die Zukunft dieser Erde tun wollen. So geht es nicht weiter. Und man kann es ja noch. Sie können da ruhig drüber lachen, weil. Ich meine, wenn man sich die AfD anschaut und wie sie immer über Heimat und sowas alles reden, dann kann ich nur sagen, wenn Sie daran nicht denken, wenn Sie darüber lachen können, dann haben Sie komplett verfehlt, was deutsche Politiker in dieser Zeit auch tatsächlich tun müssen. Man kann sich die Verschmutzung der Meere mit Plastik anschauen. Oder heute haben wir ja noch mal was über den Diesel gehört. Das war dieselbe Platte, die ich schon 100-mal gehört habe. Und das war dieselbe Platte, die ich immer von der Autolobby höre. Natürlich geht es darum, dass unsere Automobilindustrie das macht, was sie verschlafen hat, nämlich in die Zukunft zu investieren. Aber es muss doch auch darum gehen, dass die Leute, die betrogen worden sind von derselben Autoindustrie, jetzt auch tatsächlich eine Entschädigung kriegen und eine Hardware-Nachrüstung. Das wieder nicht zu machen, das ist echtes Versagen von Politik. Und das ist auch ein Misstrauen, dass die Leute dann immer weiter haben werden. Und auch da kann man noch mal sagen, wer war eigentlich zuständig in den vergangenen Jahren? Ich meine, Neustart hin oder her. Aber zuständig war im Wesentlichen und immer die CSU. Dafür, dass das alles passieren konnte, dafür, dass die Themen unter der Decke geblieben sind und dafür, dass die Autoindustrie einfach so weitermachen konnte, meine Damen und Herren. Ich finde, was am meisten gefehlt hat in Ihrer Rede, Frau Merkel, das war das große Thema, wie will man eigentlich den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft gestalten? Sie haben gesagt, Sie hätten das erkannt, dass die Leute nicht mehr drauf schauen wollen, wer jetzt zuständig ist. Und deswegen kommen jetzt Grundgesetzänderungen, und darüber können und müssen wir ja auch gerne reden. Aber nur ums Zuständigsein alleine geht es eben nicht. Es geht auch um großes Denken. Nehmen wir mal das schöne Beispiel Wohnen. Wir haben die Situation, dass das eine der größten sozialen Fragen dieser Zeit ist. Die Leute flüchten vom Land in die Städte, weil sie Jobs und bessere Infrastruktur suchen. Was sie finden, ist schlechte Luft, keine Kita-Plätze. Und was sie finden, sind verdammt teure Wohnungen, unbezahlbare Mieten und kein geeigneter Wohnraum. Und dann sagen sie Baukindergeld. Baukindergeld. Und wir sagen dann 22 Milliarden Euro, die übrigens keinem einzigen helfen, der die Miete nicht mehr bezahlen kann, meine Damen und Herren. Das sind Steuergelder, die in den ohnehin schon überhitzten Wohnungsmarkt hineinfließen. Das ist kein Instrument. Es geht doch um die Frage, wie leben wir zusammen? Wie organisieren wir unsere Städte? Wie ist es mit der Infrastruktur? Wo kann man gepflegt werden? Haben wir genügend Kitas? Wie ist es mit der Integration? Meinen wir das wirklich alles ernst, ja oder nein?
Und das erwarte ich von einer Regierung, die über Zusammenleben redet. Nicht, dass sie an diesem und an jedem Punkt mal ein kleines Börschchen verteilt, sondern dass sie die Strukturfrage, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Armutsfrage, die Frage, wie lebt die Alleinerziehende heute, die am Ende des Monats nicht mal das Geld hat, mit ihren Kindern in Jim Knopf zu gehen. Diese Fragen verlange ich von Ihnen großzuziehen, in den Mittelpunkt zu stellen Ihrer Politik. Denn das ist die größte Gefahr, dass Ihr Zusammenhalt nicht mehr funktioniert, meine Damen und Herren. Und da hilft auch ganz bestimmt kein Heimatministerium, was noch mehr dafür sorgt, dass es zu Auseinanderdriften kommt. Da hilft nur, dass Sie sich aufraffen und dieses Land zu einem machen, was modern ist, was Zusammenhalt will und was die ökologische Frage endlich in den Mittelpunkt stellt. Auch das hat Ihnen Herr Macron vorgemacht. Und Sie machen es im kleinen Karo. So geht es nicht weiter, meine Damen und Herren. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun das Wort der Kollege Volker Kauder.